So Leute, bevor das neue Video anfängt, habe ich eine kleine Kooperation mit einer App für euch. Und zwar heißt die App OneFootball. Ihr wisst ja, bald beginnt wieder die neue Fußballsaison. Und ich persönlich freue mich übertrieben drauf, denn Beşiktaş ist in der Champions League. Hoffentlich kriegen wir einen deutschen Gegner, damit ich endlich auch mal zu einem Spiel gehen kann. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Die App habe ich gerade auf jeden Fall auch nochmal runtergeladen. Ich suche jetzt meine Lieblingsmannschaft aus. Beşiktaş, Istanbul. Zack. Und Football möchte die Mitteilung senden, erlauben. Das Geile an der App ist, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Sei es Informationen über eure Lieblingsmannschaft oder weltweit. Zum Beispiel Transfers. Die App hatte ich schon vorher, Freunde. Für euch habe ich sie nochmal neu runtergeladen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die App runterladet. Mein persönlicher Link zu OneFootball ist in der Videobeschreibung, Freunde. Und vertraut mir, mit dieser App macht ihr nichts falsch. Das ist momentan die beste Fußball-App, finde ich. So, Freunde, das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns am Ende wieder. Scheiße! Ey, warte! Warte! Ey, ich fick diese Packers, Mann! Warte! Warte! Mach doch hinten zu! Leute, was geht? Ich glaube, der letzte Cut war, glaube ich, in der Tsunami. Wir sind am Flughafen. Hast du das zu einem Block? Ja. Auf jeden Fall. Ich habe mich spontan dazu entschieden. No, du hast dich spontan dazu entschieden. Jan hat mich eingeladen, hat gesagt, na, komm mal, du hast mir damals diesen Tobi gegeben, ja, jetzt lade ich dich ein. Ey, Bruder, komm, er will auch Foto machen. Bruder, du bist jetzt auch im Video dabei. Bruder, red mal mit den Leuten. Auf März nacken, Urlaub, Hayat. Ey, hast du das Album gekauft? Nein, kaufe ich mir. Okay. Wir löschen. Nein. Komm, Bruder. Nur mal ein bisschen in die Hand. Auf dem Herznacken, Junge. Das ist so krass, Digga. Sie mit Dedrick nur auf mehr. Junge, wenn ihr wüsstet, wer das eigentlich ist hinter mir. Ja, man hätte doch den Black Hunter. Ey, Leute, ich bin so nervös. Seit 3 Stunden, ich kacke mich schon in meine Hose. Wir fliegen jetzt gleich. Sitzen wir eigentlich nebeneinander alle? Ja, der Kodo sitzt auf jeden Fall alleine. Ciao. Ciao. Spaß. Dankeschön. Sage euch. Mit jedem Foto machen, für jeden Zeit haben, aber wenn es aber wenn's drauf ankommt, einmal drauf ankommt, dann... Hier, wie scheißen auf dich, Mann. Ey, Leute. Nicht mal Jan macht Werbung für mich, ne? Ey, guck mal, was er labert. Wir fliegen jetzt. Bruder, sag mal bitte was. Wenn wir nicht ankommen, betet. Für die Türkische Airlines, beste Essen. Ich hab alle Köfte genommen. Schmeckt, Digga. Mach mal Werbung mit Türkisch Airlines. Das Essen schmeckt so krass. Manchmal habe ich Hunger. Deswegen buche ich mir extra einen Flug, damit ich das Essen kriege. Und ich fliege einfach wieder zurück. Weil ich will einfach nur das Essen. Lass, ne? Der war mies. Der war krass. Wir sind endlich angekommen. Ey, Leute, wenn ihr wüsstet, was im Flugzeug passiert ist. Das ist nicht mehr witzig. Das darf man gar keinen erzählen, Digga. Ich sage dir. Hier, wir haben auf diese, kennt ihr das? Ihr landet, ihr wollt eure Pässe zeigen zur Kontrolle. Wir haben 2 verfickte Stunden gewartet. Was es war nur du? Chinesen da, Junge. Nur. Ich sage dir, ich habe 10 Krankheiten dazu bekommen, wo ich da gewartet habe. Ein dicker Mann mit seinem dicken Bauch, die ganze Zeit stoß ich von. Jo Leute, da ist das Trainingsgelände von Beşiktaş. Ey, wie geil ist das denn, Digga? Boah, Angel, wo bist du, Land? Digga, Tam Çocuk. Ey, wie geil, Digga. Wie geil, Digga. Krass. Krass. Das ist krass. Das ist krass. Ey, das ist krass. Harry Potter ist auch immer in Istanbul. Wow. Voll geil. Leute, wir sind angekommen. Strand sein Jeji. Wundert euch nicht, ich zeig euch meine Titten nicht. Alles gut. Achtet mal, wie klar das Wasser ist. Ey, da war gerade einfach ein Krebs, ne, Matt? Digga. Einfach Eugene Krebs war da im Wasser. Was krass ist, das wird nicht tief hier. Du kannst die ganze Zeit stehen. Ich muss euch mal eins sagen, Leute. Ich bin einfach nur ein Touri-Türke. Das heißt, wenn ich mal in die Türkei fliege, dann nur in Hotels. Immer 2 Wochen in irgendein Hotel. Und mir ist jetzt aufgefallen, Digga, Hotelleben kannst du nicht mit sowas vergleichen. Wir fahren einfach nach Istanbul und sind an irgendeinem Strand in Chile. Digga, anders. Ohne Scheiß, in meinem Leben habe ich noch nie so ein klares Wasser gesehen. Guck mal, Sand an. Baba. Mashallah. Von wo hast du diese T-Shirt?
amkmerch.de. Fuck, verkackt, ne? Ja, alles gefickt. Guck mal, ich sagte, er macht nie Werbung für mich, er weiß nicht mehr mein Shop. amkshop.de hat amkmerch. Ja, Junge. So. Ey, Leute, wir waren, glaube ich, 10 Stunden am Strand. Ich bin einfach so kaputt, ne? What is Mann, wo bist du, Land? Ey, Mann, du Wichser. Ey, du bist so ein Wichser, ne? Wenn ich dich dabei kann, dann irgendwas im Boden scheiße. Hör doch auf! Junge, mit! Arschloch, Mann. Thumbnail, mach Thumbnail. Leute, gebt euch mal das hier. Traum. Das ist Traum. Achtet mal. Ich will gar nicht wissen, wie das hier nachts aussieht, Junge. Das ist krass. Leute, wir sind gerade im Palladium Museum. Ich fühle mich hier irgendwie gar nicht wohl. Ich bin einfach im falschen Film. Was soll schmecken? Müssen wir doch mal. Die beiden, ne, wir stellen beide so einen Teller, ne? Beide, einen auf den, auf die. Auf jeden Fall kommt bei uns im Laden vorbei. Wir haben Köfteladen hier in Istanbul. Kommt vorbei. Heute geht auf meinen Nacken. Da ist unser Mitarbeiter. Der heißt Adam. Das ist krass, ne? Leute, was geht ab? Ich bin zu Hause angekommen. Ey, das ist so ein krass Gefühl. Die haben mich gerade einen Mountainbike verarscht. Ich hätte nicht gesagt, dass das hier Dings ist. Bruder vom Park. Digga, das ist echt krass. Das ist echt krass, Digga. Ehrlich. Wenn irgendwas krass ist, dann ist es das. Ey, Leute, ich schwöre, das ist unbeschreiblich. Für mich ist das echt unbeschreiblich. Ich bin zum ersten Mal in Istanbul, Leute. Ehrlich. Ich bin zum ersten Mal in Istanbul. Ich sehe zum ersten Mal dieses Stadion. Bruder. Leute, dieses Gefühl kann mir gerade keiner nehmen. Das ist, ey, das ist zu krass, Digga. Das ist zu krass, Alter. Ich denk mit dem Auto gerade so, hey, was für ein beschickter Stadion, ne? Ich sehe, da ist ein beschickter Shop. Ich gucke Stadion, Junge, ey, das ist so krass. Leute, wir sind gerade auf dem höchsten Fahrstuhl der Welt. Achte mal, wie hoch das geht. Fahrstuhl, ne? Scheiße, hast du das nicht auch schon mal gesagt? Fahrstuhl. Hä, Rolltreppe. Aufzug. Rollstuhl. Ey, Leute. Rücken. Flugzeug. Matschein-Vorfall. Leute, ich hab einmal meine Haare gewaschen. In dem ganzen Vlog sieht man einfach, wie hässlich ich aussehe. Das ist unglaublich, Alter. Wir sind einfach nicht zum Friseur gegangen, weil wir solche Geier so eine Angst haben, dass wir unsere Haare hier ficken. Ey, achte mal, wie hoch die Straße geht, ne? Das ist krass. Ey, ich kann einfach nicht mehr. Das ist krass. Ja, Freunde, wir sind immer noch in Istanbul. Gerade in Kartobi, was ich habe mir gerade Trikot und eine Hose dazu geholt gehabt, also eine Short. Das Ding ist, wir haben 8 Uhr. Normalerweise wollte ich auch Aufdruck machen lassen. Das heißt, dass man hinten hin, dass man auf die Trikots was draufschreiben kann. Aber die Zeit ist leider abgelaufen. Der Laden hat zwar noch 2 Stunden auf, aber die machen das einfach nicht. Wir waren im Fenerium. Ey, Fenerium ist einfach alles. Hier gibt es einfach gar nichts. Hier gibt es nicht mal Jogginganzüge. Das geht einfach nicht klar, ohne Scheiß. Das regt mich einfach nur auf. Als Ausrede habe ich nochmal versucht zu sagen, dass wir morgen wieder nach Hause fahren. Was auch wirklich Tatsache ist, aber nicht mal das hat geklappt. Wallah, ich bin so enttäuscht von diesem Laden. Unglaublich. Hoffentlich geschickt euch dieses Video. Boro. Leute, ich glaube, das ist der letzte Take aus Istanbul. Wir sind mit so einem geilen Wetter angekommen und verlassen Istanbul mit so einem Kackwetter. Ey, wir zählen einfach einen Blitz nach dem anderen, ne? So krass ist es hier. Ey. Es hagelt einfach Steine, Digga. Fahr, wie kommst du schon hier? Ich hab Krücher. Ja, noch Podcast. Mein Vater wollte gerade unter Brücke. Guck mal, jeder wartet hier unter Brücke. Ciao! Wir fahren. Leute, es eskaliert ein bisschen. Es eskaliert ein ganz wenig. Eigentlich wären wir schon längst zu Hause, aber achte mal. Achte mal, was da abgeht. Kono, nimm mal! Nimm! Ja, ich sag euch, die Leute drehen hier durch. Guckt euch das an. Das ist so krass, Mert weiß nicht mehr, was er machen soll. Er geht schon hinterweg, Security kommt. Wir sind auch demoliert, unser Flug hat Verspätung. Ich sag euch, Turkish Airlines hat verkackt, Digga. Turkish Airlines hat richtig verkackt. Digga, dieses Flugzeug da. Morok, wir selber warten seit 3 Stunden. Es ist Unwetter. Man kann verstehen, Digga, dass Flugzeuge ausfallen. Aber stell mal vor, Digga, du hast irgendwelche Familienprobleme. Du musst unbedingt wegfliegen.
Das ist eine wichtige Fliege, weißt du? Aber die dreht komplett am Rad. Leute, wenn ihr wüsstet, was noch alles danach passiert ist. Fortsetzung folgt auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach... Ja, wir sehen uns. Das hier ist KIK. Was los? Yeah. Yeah. Kunde ist König, ich hab all das hier für euch gemacht. So oft unterwegs, ich kenn inzwischen jede deutsche Stadt. Jede Autobahn, jetzt müsst ihr kaufen da draußen. Für euch ist mein Auto 270.000.